Hallo YouTube, ich mache jetzt noch ein zweites Video zu diesen Morden in Halle. Und zwar Hauptgrund ist, mir hat Death Row einiges geschickt an Material, unter anderem das Manifest. Darüber werde ich mit euch reden und auch über die Waffen, die er hatte. Und einsteigen möchte ich eigentlich mit dem Film von Ia Mai. Den haben wahrscheinlich die meisten von euch gesehen. Wenn nicht, dann schaut ihn euch noch an. Über den ganzen Ablauf und die Unstimmigkeiten, die ihr aufgefallen sind. Um das gleich einmal vorweg zu sagen, ich bin anderer Meinung als Ia Mai. Also, aber was ich jetzt zunächst mal tun werde, ist, ich werde euch ihre These erläutern, weil das macht sie selber nicht so genau, weil sie, denke ich mal, meint, dass sie dann zensiert und gelöscht wird. Ich kann das tun, weil es ist ja nicht meine These und wie gesagt, ich stimme ihr auch eigentlich nicht zu. Also ihr Mai hat oder ist der Meinung, dass das Ganze eben eine False Flag gewesen wäre, beziehungsweise so gar nicht stattgefunden hat. Also, dass das entweder, ich bin mir nicht ganz sicher, was sie meint, vorgedreht wurde oder eben irgendwie mit Crisis Actors, also Krisendarstellern, ein Schauspiel aufgeführt wurde oder irgendwie so. Und ihr Mai hat die Grundthese, dass solche Sachen eben gemacht werden, vor allem von ja, israelischer Seite aus, um den Juden sozusagen in aller Welt Angst zu machen, damit sie doch lieber nach Israel gehen, wo sie sicher wären. Also, dass das eine zionistische Sache wäre, das Ganze. Ihr Mai, ich denke, du wirst es mir sagen, wenn ich dich jetzt da falsch dargestellt habe. Gut, also wie gesagt, ich bin anderer Meinung. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen Idioten, um einen rassistischen Idioten, der entweder aus eigener Initiative oder eben von jemand anderem angestiftet, dieses Ganze als eine Art Amoklauf, geplant und durchgeführt hat. Und wie gesagt, ich halte den Typen für einen ziemlichen Idioten. Also ich würde sagen, wir nehmen nicht mehr seinen richtigen Namen, sondern wir nennen ihn jetzt zum Beispiel Stefan Ballermann. Das würde ja irgendwie ganz gut passen. Da wenden wir uns erst einmal seinem Manifest zu. Und das Auffällige dran ist, hier schon mal in der Einleitung, es gibt eine Person, der ich besonders danken möchte, das ist Mark, ehemaliger BO, ich weiß nicht, was das heißt, von HNV und Besitzer von VGenMo. Seine gnädige Spende von 0,1 Bitcoin half mir sehr. Er dürfte im Moment natürlich angepisst sein. Ich wollte nur Moslems töten und versprach, dass ich ihn nicht nennen würde. Weißt du was? Fick dich, du dreckiger. Bababam. Ja, gut, also da behauptet er, dass ein gewisser Mark, ich habe geschaut, wie der noch heißt, Man heißt er, Mann, ihm Geld gegeben hätte, um sozusagen seinen Amoklauf zu finanzieren, und zwar 0,1 Bitcoin. Erstens einmal, wenn er einen so furchtbaren Hass auf Juden hat, dann würde es mich eigentlich nicht wundern, wenn er da einfach einen, das ist wohl ein Jude, wenn er da einfach einen Juden beschuldigen will, auch mit beteiligt gewesen zu sein. Also insofern würde ich jetzt auf diese Aussage nicht so furchtbar viel geben. Und zweitens, 0,1 Bitcoin, das sind also etwa 750 Euro, sind für die Anschaffung seiner Ausrüstung völlig lächerlich. Das werde ich euch nachher noch zeigen, was der alles hatte und auch mal grob abschätzen, wie viel das alles gekostet haben dürfte. Also da ist mit 750 Euro nicht viel zu machen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann beschreibt er hier seinen Plan als nächstes. Der Friedhof ist von einer 3 Meter hohen Mauer umgeben und hat, soweit ich sehen konnte, nur einen Eingang neben der Synagoge.
wo wir gerade davon sprechen, es gibt eine Überwachungskamera direkt über dem Tor. Und ich denke, diese oder die dahinter, die nur von jemandem im Inneren mit einer elektrischen Türverkleidung geöffnet werden kann. Auch die Fenster sind nicht wirklich erreichbar und sie könnten durchschusshemmend sein, denn die BRD gibt riesige Mengen an Steuergeldern für die Sicherheit der Juden aus. Aber auf jeden Fall, also das haben sowohl ihr Mai schon gesagt, also die Mauer ist keine 3 Meter hoch, sondern die ist gerade mal knapp 2 Meter hoch. Da hat auch Sven Liebig noch mal ein Video gemacht, der ist ja vor Ort. Zeige ich euch schnell. Also da hat er sich im Vergleich an die Mauer gestellt. Ich hoffe, das erkennt man einigermaßen in meinem Video. Und er langt an die Oberkante der Mauer. Und Sven Liebig ist sehr klein oder ziemlich klein. Ich will ihn jetzt nicht kränken. Also jedenfalls mit 1,63 ist er nicht gerade sehr groß. Und wenn er da oben hinlangen kann, dann wäre das jetzt für mich etwa Kopf, also gerade so, da würde mein Kopf aufhören. Also da käme man durchaus drüber, wenn man jung und sportlich ist. Das ist an sich ein Punkt, der ist wirklich erstaunlich. Er weiß, dass da das Ganze, dass es da eine Kamera gibt und dass die Tür von innen elektrisch geöffnet wird, aber er sieht nicht, wie hoch die Mauer ist. Das ist schon ein bisschen komisch. Dann im nächsten Abschnitt überlegt er sich, wie er denn hineinkommen könnte in die Synagoge. Und da fällt ihm doch einiges ein, was er komischerweise dann in der Realität alles nicht getan hat. Also, dass er schlicht und ergreifend auch einfach warten könnte, bis da jemand rauskommt. Aber da muss man natürlich dazu sagen, es könnte auch sein, dass ihn einfach das gehindert hat, dass er ja gleich nach dem Aussteigen eine Frau erschossen hat. Er hat sich vielleicht auch einfach gedacht, nachdem er die Frau erschossen hat, jetzt hat er keine Zeit mehr da irgendwie, wie er sich vorgenommen hat, entweder einen Brand zu legen oder zu warten, bis da jemand rauskommt. Weil das ist natürlich schon auch irgendwie plausibel, wenn da eine Leiche rumliegt, dass dann da bald irgendwer vorbeikommt. Und ich vermute, dass er dann einfach mehr oder weniger in Panik geraten ist, unser Stefan Pillermann. Dann begründet er noch den Ort, warum er genau diese Synagoge ausgewählt hat. Es ist der nächstgelegene Ort mit einer großen Anzahl Juden. So einfach ist das. Und selbst dann muss ich 45 Minuten fahren, was eine ziemlich lange Zeit ist, um entdeckt und abgefangen zu werden. Ursprünglich hatte ich geplant, eine Moschee oder ein Antifa-Kulturzentrum zu stürmen, die viel weniger geschützt werden. Aber selbst das Töten von hunderten Moslems macht keinen Unterschied, wenn an einem einzigen Tag mehr von denen nach Europa transportiert werden. Der einzige Weg zu gewinnen ist den Kopf von ZOG, das heißt wohl irgendwas mit zionistische Gemeinschaft, keine Ahnung, abzuschneiden, nämlich die Kikis. Wenn ich scheitere und sterbe, aber einen einzigen Juden töte, war es das wert. Denn wenn jeder weiße Mann nur einen tötet, gewinnen wir. Ja, und dann wird es eigentlich vor allem psychologisch interessant danach, und zwar alles, was jetzt danach kommt, ist eine Anleitung wie für ein Ballerspiel. Die Ziele: Beweise die Lebensfähigkeit von improvisierten Waffen. Ich meine, er hat eigentlich genau die Unfähigkeit seiner improvisierten Waffen bewiesen bei der ganzen Sache. Erhöhe die Moral anderer unterdrückter Weißen, indem du Kampfmaterial verbreitest. Damit ist wohl sein Filmchen gemeint und eventuell noch dieses Manifest. Töte so viele Anti-Weiße wie möglich, vorzugsweise Juden. Also da finde ich schon mal den Ausdruck Anti-Weiße sehr seltsam, weil Juden sind normalerweise weiß, also bis auf die Falachen aus Äthiopien sind das ja normalerweise Weiße. Bonus nicht sterben, das hat er immerhin geschafft. Wir wollen mal resümieren, was er von seinen Zielen erreicht hat. Die Lebensfähigkeit von improvisierten Waffen. Also haben wir ja gesehen, wie er da versucht, die Tür aufzuschießen. Das war ja wohl nichts. Was hat er noch gemacht mit seinen Waffen? Ja, er hat sich eine Schießerei mit der Polizei geliefert. Da scheint er ja auch niemanden getroffen zu haben. Also das Einzige, wo seine improvisierten Waffen funktioniert haben, waren Ziele, die sehr nah an ihm dran waren.
und also leichte Beute auf gut Deutsch. Und erhöhe die Moral anderer unterdrückter Weißer, indem du das Kampfmaterial verbreitest. Also ich bin weiß und fühle mich jetzt überhaupt nicht animiert, irgendwen damit deswegen umzubringen, weil ich das gelesen und gesehen habe. Töte so viele Anti-Weiße wie möglich, vorzugsweise Juden. Die Leute, die er umgebracht hat, waren weder Juden noch irgendwie Anti-Weiß. Also es waren, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, Bio-Deutsche. Also er hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte, dieser Stefan Trottelier. Weiß auch nicht. Also wie gesagt, alles, was jetzt danach kommt, das sieht so aus wie so kleine Bonus, Sachen in einem Computerspiel, in einem Ballerspiel. Das finde ich schon sehr seltsam. Ja. Dann hat er noch seine Ausrüstung beschrieben am Schluss. Also sowohl seine Kamera als auch sein Helm und seine Weste hier, Überschuss der Bundeswehr, Überschuss der Polizei. Gut, also soweit das Manifest. Und jetzt schauen wir uns noch schnell die Waffen an. Hier habt ihr das gesamte Arsenal auf einen Blick und samt Beschreibungen. Er hat jeweils eine Beschreibung auf Englisch dazu geschrieben. Ich gehe das jetzt mal kurz mit euch durch. Also das und das hier sind alles selbstgebaute Sachen. Also was nicht selbst gebaut ist, ist dieses Gewehr hier und hier dieser Dolch, Schwert, Dolch, ja. Alles andere ist selber gebaut. Und ich habe mal mir diese Waffe hier rausgesucht, die bezeichnet er als seine zuverlässigste Waffe. Also das ist ein Karabiner aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Und da seht ihr mal, was sowas kostet. Hier 1200 €. Also das Ganze, was er da an Waffenarsenal hatte, war auf jeden Fall wirklich nicht billig. Also, ich will damit nur sagen, dieses 0,1 Bitcoin, was er da angeblich als Spende erhalten hat, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, um dieses ganze Arsenal anzuschaffen. Dann hier das Ding, das ist im Prinzip das gleiche wie das hier. Das sind zwei selbstgebaute Maschinenpistolen, würde ich es nennen. Also erstens, man braucht da wirklich schon mal jede Menge Werkzeug dafür. Also der 3D-Drucker, den er dafür die Plastikteile gebraucht hat, das ist das Geringste. Der kostet vielleicht in China 300-400 €. Aber also um einen gescheiten Lauf zu machen und die ganze Mechanik, braucht er eigentlich eine komplett ausgerüstete Metallwerkstatt. Das heißt, ich würde sagen, als absolutes Minimum braucht er zumindest schon mal eine Drehmaschine. Die ist auf jeden Fall nicht ganz billig, wenn sie ein bisschen was können soll. Eine Drehmaschine, eine Fräsmaschine, gescheiten Amboss, etliche Feilen. Also, ich würde mal sagen, Minimum 3000 € an Werkzeug. Jetzt mal einfach nur eine grobe Schätzung. Dann hier diese Sachen hier, das sind alles sehr einfache Waffen. Also das sind die zwei sind Schrotflinten und das ist eine Pistole, allerdings eine Einschusspistole, also ohne Mechanik oder sowas. Wobei es mich eigentlich wundert, dass der sich dann sowas hier gebaut hat, wenn er in der Lage war, sich praktisch halbautomatische Waffen zu bauen. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Also da ist praktisch überhaupt keine Mechanik drin. Und das hier jeweils links und rechts ist eine sehr komplizierte Mechanik, wobei er auch dazu sagt, dass die Dinger nicht sehr zuverlässig sind. Also er bezeichnet das hier eben als seine zuverlässigste Waffe hier, dieses Bürgerkriegsgewehr. Also insofern, wenn er beweisen wollte, wie toll doch selbstgebaute Waffen sind, dann hätte ich ihm eigentlich wahrscheinlich eher eine Steinschleuder empfohlen. Da gibt es durchaus welche mit genügend Bums. Da kann man ja mal
auf dem Slingshot-Channel sich umschauen. Und hier seine selbstgebauten Granaten, das sind im Großen und Ganzen einfache Rohrbomben, beziehungsweise hier diese Dosen da, da sieht man dann oben, dass die mit Kugeln beschickt sind oder bestückt sind. Und das bedeutet eben, dass die also es haben eben viele gefragt, warum man nicht die Tür einfach aufsprengt. Das tut er deswegen nicht, weil so eine Granate, die ist dafür da, dass du Menschenschaden zufügst. Die ist nicht für Türen da. Also das heißt, wenn du so ein Ding eben vor so eine Tür legst, dann hat im besten Fall hat die Tür ein paar Löcher, also und zwar kleine Löcher. Und der Großteil der Explosion wird nach draußen gehen. Also das heißt, du gefährdest dich vor allem selber. Vor allem, wenn es eben mit irgendwelchen Metallsplittern oder Nägeln oder sowas gefüllt ist. Und genau das dürfte der Fall sein. Also die Dinger sind dafür gedacht, dass da dann mit einer ungeheuren Geschwindigkeit irgendwelche Metallteile durch die Gegend fliegen und sich in Menschen hineinbohren, aber nicht dafür, um irgendwelche Sachen zu zerstören. Das ist ein Riesenunterschied. Aber wie auch immer, also jetzt noch eine Sache, die ich ein bisschen seltsam finde. Also ich habe gelesen, der Mann war erwerbslos, zumindest laut Spiegel Online, was wahrscheinlich so viel heißt wie Hartz IV. Und also wenn du Hartz IV kriegst, dann das sind doch, ich würde mal schätzen, insgesamt, um diese ganzen Waffen sich zu besorgen, 6.000 Euro, sowas in der Größenordnung. Bauen, besorgen, ja, 6.000 Euro, das wäre meine Schätzung etwa. Und 6.000 Euro als Hartz-IV-Empfänger ist eine Menge Holz, das muss man schon auch sagen. Also da wäre natürlich interessant, wo er das Geld her hat. Also es kann natürlich sein, dass er das irgendwie von seinen Eltern oder sonst irgendwem gekriegt hat für irgendwas. Aber auf jeden Fall ist es für einen Erwerbslosen doch sehr viel Geld. Was auch mich interessieren würde, ist, er hatte ja einen Mietwagen. Normalerweise einen Mietwagen kriegst du nicht ohne Kreditkarte. Weil das Problem hatte ich auch schon. Ich hatte eigentlich nie eine Kreditkarte. Und es war, als ich mal ein Auto mieten wollte, echt ein Problem. Also würde mich schon interessieren, wie er das dann gemacht hat. Ja, was sonst noch über Halt 1 habe ich noch vergessen. Das war nämlich auch dabei, bei dem, was mir Death Row geschickt hat, dass er angeblich noch diese Waffe hatte. Ich kann das jetzt da auf dem Bild nicht verifizieren, ob das wirklich die ist. Aber das wäre natürlich schon ein erheblich teureres Teil. Das würde mit Sicherheit das Ganze nochmal um 1.500 bis 2.000 Euro in die Höhe treiben, was ich vorhin gesagt habe, was er an Geld ausgegeben haben muss. Und ansonsten wäre noch zu sagen über diesen Stefan Blödelier, dass man eben seinen richtigen Namen möglichst vergessen sollte, weil man sollte ihm auf jeden Fall keinen Ruhm zukommen lassen. Mal abgesehen von allem Leid, was der jetzt verursacht hat, und würde ich auch mal sagen, mein Beileid an die Opfer bzw. deren Angehörigen und vor allem auch an seine Mutter, bei der er anscheinend gelebt hat. Bei allem, was er da noch angestellt hat, selbst von seinen eigenen Zielen her, hat er total versagt. Und genauso sollte man sich an ihn erinnern, einfach nur ein widerlicher Totalversager. Ja, das war's soweit. Schönen Abend, YouTube.